Willkommen zu einem kleinen Erklärvideo für die Baustelle auf der Hof Bergmann. Bei manchen wird die Baustelle hier nicht fertig. Sie ist noch nicht fertig und trotzdem, man hört keine Geräusche mehr und nichts. Und aber fertig ist sie nicht. Bei den meisten stehen dann hier auch noch ein bisschen was an Baumaterial rum. Und das liegt einfach daran, wenn man schläft, wenn man schnell vorspult, dann stimmen die Werte nicht so ganz, die da von Giants bei den Produktionen ermittelt werden. Und das werde ich euch jetzt mal kurz zeigen, wie ihr das beheben könnt. Dazu wechseln wir jetzt mal kurz. Hier, Moment, wo ist es? Einmal hier rüber. So, ihr beendet das Spiel, geht in euren Save Game Ordner und sucht euch die Placeables.xml. In der Placeable.xml sucht ihr nach Bridge Construction. Und dann seht ihr, dass hier Bridge Construction ein Placeable ist. Und genau hier sehen wir das Problem von den Inputs sind nur noch 0,005 da und die Brücke hat 5.999,988. Bei so wenig, was fehlt, schaltet die Produktion nämlich ab. Da man sie nicht sieht, da sie ausgeblendet ist, kann man sie nicht sehen, dass sie abgeschaltet ist. So, um das jetzt zu beheben, tragen wir hier 6.000 ein, damit ist die Brücke fertig. Und hier, bei denen, die noch was auf der Karte stehen haben, steht da etwas größere Werte, tragen wir eine 0 ein. Damit ist auch nichts mehr da. Das Ganze speichern wir dann, entweder STRG S oder hier oben speichern. Und dann starten wir das Ganze wieder und laden das Save Game. Das dauert ein bisschen. Das schneide ich aber raus. So, fertig geladen. Auf zur Baustelle. So. Ihr seht, optisch hat sich jetzt hier nichts verändert, aber sie ist nun mal jetzt fertig. Hättet ihr jetzt hier noch was stehen gehabt, wäre das jetzt auch weg. Und jetzt in dem Fall einfach Baustelle abbauen. Dann steht hier nichts mehr rum. Die Brücke ist befahrbar. Und das war's dann schon. Ich hoffe, das hilft euch, falls ihr dieses Problem habt. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, ob es euch geholfen hat. Bis dann und tschüss.